Bei einer Studie über gymnasiale Geschichtsbücher im Rahmen eines Seminars aus dem Jahr 2008 kam heraus, 83% der Bilder in den Lehrbüchern zeigen berühmte Männer. Anführer, politische Gestalter, Großtöter. Die Protagonisten werden auf vergleichsweise großen Bildern dargestellt, meist in ihren besten Jahren, kraftvoll, oft mit visionärer Geste. Vereinzelt werden die Herren, die es in die Geschichtsbücher geschafft haben, auch kümmerlich und dekadent dargestellt. Daran ist erkennbar, welcher politischer Gesinnung das Historikerteam dienen sollte. Nichts in der schulischen Erziehung geschieht ohne eine dahinterstehende politische Absicht. Der Verlauf der Geschichte wird von Autoren meist linear aufwärts dargestellt. Früher war es schlimm, jetzt leben wir in einer besseren, wenn nicht der besten Welt aller Zeiten. In der Studie lag der Anteil der Darstellungen der Frauen bei 17%. Die meisten Frauenbilder waren vergleichsweise klein und zeigten Zeichnungen, Malereien oder Fotos von namenlosen Frauengruppen. Etwa Bäuerinnen bei der Arbeit, streikende Fabrikarbeiterinnen oder Hofdamen im Hintergrund. Auch halbnackt und in Schmähkarikaturen. Königinnen und Kaiserinnen, die es in die Geschichtsbücher schafften, wurden meist unvorteilhaft in hohem Alter vermännlicht, dick, hässlich, entstellt dargestellt. Gemein. Gleichsam als Abnormität, als Witz, als Unfall der Geschichte. Im Gegensatz zu den berühmten Männern wird ihr Privatleben thematisiert, etwa ihre Heiraten, Beziehungen und die Anzahl ihrer Kinder. In den sogenannten Geschichtsdokus des öffentlich-rechtlichen Fernsehens heute gehen zweifelhafte Historiker noch weiter. Gern wird das vermeintliche Liebesleben von Königinnen und Kaiserinnen erörtert. Gerüchte von Hofpagen und männliche Fantasien über mächtige Frauen ersetzen dabei seriöse Quellen und Belege. Unzerstörbar scheint das Gerücht von der angeblich unersättlichen und perversen Katharina der Großen zu sein. Die Bundeskanzlerin hatte immer ein Bild der angeblich sodomitischen Zarin auf ihrem Schreibtisch stehen. Was sagt das aus? In den Biologiebüchern, den Darstellungen von der Evolution des Menschen, sah es nicht besser aus. Als Mensch wurde stets der männliche Mensch auf Bildern dargestellt. Inzwischen sind 15 Jahre vergangen. In den Schulbüchern hat sich nicht viel geändert. Gegen dieses Missverhältnis, diese Einseitigkeit, gingen mutige Historikerinnen spätestens seit den 1960er Jahren aktiv an. Zuvorderst gelehrte Frauen mit Flucht- und Exilerfahrungen. Denn geschichtliche Identität ist wichtig. Sie hilft bei der Beantwortung der Fragen: Woher komme ich? Wer bin ich? Wohin gehe ich? Der Mensch hat eine persönliche Geschichte, ist aber immer Teil einer Gruppe, eines Geschlechts, einer kulturellen und sozialen Formation, eines Volkes, einer Nation. Das Wissen darüber stabilisiert Gemeinschaften, kann Stolz und Prestige geben, wirkt stärkend und legitimierend. Eine gemeinsame Vergangenheit verbindet. Geschichte prägt, auch wenn man sie nicht kennt. Der Mensch braucht geschichtliche Identität, um Klarheit über sich selbst zu gewinnen, zur Vergewisserung, Orientierung und zur Abgrenzung. Sklaven und Frauen wurde nicht ohne böse Absicht jahrhundertelang eingeredet: Ihr habt gar keine eigene Geschichte. Frauengeschichte wurde nicht gelehrt. Also wussten aufständische Frauen auch nichts von den Erfolgen und Niederlagen vorhergehender Kämpferinnen. Denn deren Geschichte wurde erst verhöhnt, dann beschwiegen, dann zum Vergessen verdammt. Protagonistinnen mussten darum immer wieder bei Null anfangen. Das Rad gleichsam jedes Jahrhundert neu erfinden. Sie wussten nicht, dass sie auf den Schultern von Riesinnen standen. Inzwischen kann an Universitäten Frauengeschichte studiert werden. Es gibt staatlich geförderte feministische Archive und frei zugängliche privat aufgebaute Biografiedatenbanken.
etwa die historischen Frauenarchive in Kassel und Berlin, den Frauenmediaturm von Alice Schwarzer und die umfangreiche Internetplattform Fembio von Luise Pusch. 1995 brachte die Geschichtsprofessorin und spätere Bundesverdienstkreuzträgerin Annette Kuhn die Chronik der Frauen heraus. Ein 560 Seiten starker Wälzer der Geschichte der Frau aus Frauensicht. Vom Anbeginn der Menschheit über die Antike, das Mittelalter bis in die 1990er Jahre. Das Werk ist reich bebildert, die Artikel kurz und auf den Punkt gebracht, eingebettet in die Erklärungen der Epochen. Es sollte in keinem Bücherschrank fehlen. Ein sinnvolles Geschenk für sich selbst und für Töchter.